So, meine lieben Tourenbeutelvergesser, heute wird es richtig schön billig. Ich habe zugeschlagen beim besten Value im Jahr 2018. Xiaomi, ja, ich sage ganz bewusst Xiaomi, nicht Xiaomi. Ich finde irgendwie, Xiaomi hat irgendwie, ist irgendwie mehr Peking-Ente. Auf jeden Fall, ich habe zugeschlagen bei eBay. 300 Euro kostet das Ganze mittlerweile nur noch. Sollte ja mit 325 rauskommen. Xiaomi möchte ja keine großen Gewinne machen und das begrüße ich doch dann sehr. Also lasst uns mal sehen, was wir hier haben. Wie gesagt, nochmal 300 Euro kostet das Ganze. Mit eBay-Gutschein hier und da. Dann nochmal ein bisschen billiger. Passend zu Dortmund, diese fürchterlich zwielichtige Stadt, wo ich mich hier gerade aufhalte, in einem schönen Schwarz-Gelb. Pocophone hat nichts mit Daniela Katzenberger oder irgendwelchen Billigmöbeln zu tun. Und wie gesagt, ich werde es jetzt für euch direkt fresh hier unboxen. Ich denke, jeder, der das Video anschaut, hat sich schon ein bisschen mit dem Pocophone beschäftigt. Und Volks, ich kann es nur noch mal bestätigen, es gibt nichts Besseres, schon gar nicht. Einen Snappy 845 für 300 Euro. Global Virgin nochmal. Ist nicht ganz so geil wie die Special Edition, die hat Kevlar-Fasern auf der Rückseite. Fetten Shoutout an die Kevlar Edition vom Motorola Razr aus dem Jahr 2011. Mann, waren das noch Zeiten. Besser als diese bakterienversüfften, fingerabdruckanfälligen Glasrückseiten bei den meisten Smartphones. Also, ich habe mich aber hier nochmal für die blaue Edition entschieden. Hör den Scheiß ab. Da ist es. Wunderschön. Ist zwar alles Poly, Plastik auf der Rückseite. Erstmal gefällt mir hier die Auskerbung für den Fingerabdrucksensor richtig, richtig gut. Kamera ist erstmal geschützt, liegt gut in der Hand, gewölbt, schön, gefällt mir. Richtig, richtig super sweet and nice. Das gefällt mir auch gut. Wir haben keine durchgehende Wippe, sondern zwei einzelne Button. Unglaublich, wie lange ist das her? Pocophone, wunderschön. 300 Euro, hier nochmal die Specs. Wie gesagt, Snappy 845 für 300 Euro, 6 GB RAM. Fetter 4000 mAh Akku, ich bin echt gespannt, was der drauf hat. Quick Charge 3.0, 12er Kamera auf der Rückseite, 20 Megapixel vorne, die soll sehr, sehr gut sein. Und da wir ja hier einen 4000er mAh Akku haben, ist das Ganze natürlich mit 180 Gramm auch ein bisschen schwerer und auch nicht das dünnste. Ich finde, es ist sehr gut gewölbt hier, erinnert mich ein bisschen an das HTC U11. Vom Feeling her gefällt mir. Lasst uns die Kiste mal einschalten. Wir werfen aber nochmal einen Blick hier auf den Schlitten. Ist mir übrigens neulich einer kaputt gegangen. LG G6, habe ich 6 Euro für bezahlt und dann geht es gerade mal los. Kennt ihr das, wenn ihr den rauszieht und dann helft gleich im Arsch? Also, sehr clever gelöst. Also sauber gelöst hier, aber ist nicht ganz ein eiermilchlegender Mops. Wir haben hier entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Speicherkarte. Es ist also kein triliteraler Schlitten. Aber nun gut, es kann ja nicht alles geben. Wie gesagt, im Vergleich zum OnePlus 6 ist das schon mal nice, dass wir überhaupt eine Speichererweiterung haben. Also auch noch mehr, also auch noch ein weiterer Vorteil hier vom Pocophone. Ghana? Nee, dann doch lieber nach Deutschland. Boah, ich bin so gespannt auf das Teil hier. Nochmal, jetzt nach ein paar Minuten, der Eindruck ist so, so klasse hier. Die Rückseite, das wirkt alles andere als billig, auch wenn es nur Plastik ist. So, meine lieben Artgenossen, mehrere Tage mit dem Pocophone da draußen sind vergangen. Und was kann ich sagen? Die Performance rollt, scrollt, flutscht wie ein frisch gedrückter Feuerfurz. Unglaublich smooth, da muss ich sogar mein Huawei P20 Pro und auch das Pixel XL 2 geschlagen geben. Ich habe das Gefühl, der Fingerprint-Scanner, der Display ist schon an, bevor ich den Finger drauf habe. Ich weiß echt nicht, wie die das bei Xiaomi machen. Der schnellste bisher aller Zeiten. Ich glaube, schneller geht's auch nicht. Eine AMOLED- und OLED-Sehnsucht braucht ihr bei diesem IPS-Panel definitiv nicht entwickeln. Ich vermisse hier gar nichts. Ich liebe die Icon Mask. Ich liebe, wie clean das MIUI ist. Und wie gesagt, da braucht ihr definitiv Stock Android nicht nachzusabbern. Oder steht ihr auf wenig Features? Ich kann mit der Notch leben, sollte sie euch auf den Sack gehen, notcht sie doch einfach weg. Die MIUI bietet das Feature, die Notch als horizontalen schwarzen Balken darzustellen. Den einzig echten Kick-Ass bekommt Xiaomi an dieser Stelle von mir dafür, dass ich mein TV-Programm damit nicht umschalten kann. Es fehlt der Infrarotsensor wie bei allen anderen Xiaomis und das ist echt schade. Ja, und was muss ein perfektes 300-Euro-Smartphone denn so noch haben? Denkt mal eine Achtelmillisekunde nach.
Natürlich eine perfekte Kamera. Das ist ja wohl das Mindeste, was wir erwarten können. Und hat das Pocophone F1 eine, ich würde mal sagen, die 12 Megapixel auf der Rückseite machen bei guten Lichtverhältnissen einen extrem geilen Job und kratzen echt am S9 Plus, am Pixel XL2 und auch am Huawei P20 Pro. Ich bin da echt beeindruckt. Point and Shoot, Kamera öffnet übrigens super schnell. Es fehlt zwar leider die Bildstabilisierung, das ein oder andere Bild verwackelt mehr oder weniger, aber definitiv ist da Brauchbares bei. Auch ganz wichtig hier bei der Photography, bei meiner selbstgemachten Pizza erkenne ich ordentlich Details und genauso wie beim Brownie schön getoppt mit Cookie Dough und obendrauf nochmal das Ganze abglasiert mit Karamell, kommt übrigens ziemlich geil. Auch hier konnte ich ordentliche Details erkennen. Bei Dämmerung geht das Ganze auch noch. Aber dann, bei heftig draußen dunkel und schlechten Indoor-Kunstlichtverhältnissen, ja, da nimmt das Ganze ordentlich ab. Da leckt es verzweifelt nach oben und kommt nicht ans Pixel XL2 und erst recht nicht an den legendären Huawei P20 Pro Nachtmodus. Der spielt definitiv nochmal in einer ganz eigenen Liga. Ja, und dann gibt's ja auch noch die 20 Megapixel Frontcam, wo meine Freundin nur sagte, absolut unrealistisch, du siehst aus wie Anfang 20. Ich schließe daraus, Weichzeichner funktioniert wunderbar, absolut cool, außerdem pumpt die schönen Bokeh rein. Was soll ich sagen, ja, holt viel raus. Fazit, der Marketingangriff von Xiaomi mit dem Subbrand Pocophone, so nennt man das ja heutzutage, geht völlig auf. Es gab noch niemals zu keiner Zeit so viel Smartphone für 300 Euro wie mit dem Pocophone F1. Spritzwassergeschützt ist es übrigens auch, auch wenn offiziell keine IP-Zertifizierung vorliegt. Und lasst euch bitte nicht vom fehlenden Kopierschutz bezüglich Netflix, Amazon Prime und Co. davon abbringen. Ich habe Netflix da drauf geschaut und ihr seht da definitiv keinen Unterschied. Wäre mir nie im Leben aufgefallen, dass wir hier nur 540p als Auflösung haben. Ich habe übrigens eine ziemlich geile Panzerglasfolie auf dem Gerät. Verlinke ich euch unten. Das Video kommt da auch bald zu. Und ja, ansonsten knallt massiv schön auf die Glocke, dass ihr bloß kein Video verpasst und geistreiche Kommentare wie lange hält denn der Akku? Immer schön unten rein und ansonsten legt euch wieder hin, ich bin raus, take care, euer Braun.